Seid gegrüßt, Freunde. Hier ist der LP Ray. Wieder mit dem Spiel. Warum will ich immer Super sagen? Wegen Super Paper Mario andauernd. Bei Pokémon Stadium 2 Arena Leiterburg Challenge. Und Jack ist auch wieder dabei. Hallo. Jetzt werden wir Kai und seine drei Trainer besiegen. Ah ja, diesmal da drei? Also. Eine sind Zwillinge. Oh. So. Also, was ich mir gedacht hatte, du nimmst erstmal Aquanas. Das ist ja dein Standard, würde ich sagen. Ja, Aquanas nehme ich mit, aber diesmal nehme ich Imitak, weil ich gehe von oben nach unten durch. Hast du auch dran mit? Jupp. Was willst denn du dabei haben? Ah, warte mal. So. Was ich mir gedacht hatte, war, dass du mir ein Teddy. Nicht Teddy Ursa, sondern ja doch Teddy Ursa. Nicht Ursa Ring, Teddy Ursa. Okay. Ich finde das so knuffig. Können wir machen. Also ja, als ich Poenta gesehen habe. Warte mal, was kannst du? Habe ich sofort daran gedacht. Okay. Dann fehlt nur noch Aquana und ein Teddy Ursa. Aquana und Teddy Ursa. Teddy Ursa, da ist Teddy Ursa. Ich finde das so süß, das Pokémon. Okay. Arena Leiterburg von Azela City. Okay. Klack, 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 klack. Emilio ist der erste Gegner. Das sind aber ziemlich, wie soll man sagen? Kampf-Pokémon? Ach komm. So, nix. Was ist denn? Okay. Der Herausforderer hat sich bis zur Arena von Azalea City vorgekämpft. Der erste Gegner ist Emilio. Okay, wir machen Emilio jetzt sowas von fertig, damit wir mal gucken können. So wird als erstes. Ja. Warum denn nicht? Mal sehen, was Emilio dagegen setzt. Gegen Teddy Ursa. Jan. Oh, das könnten starke Gegner für deinen Teddy Ursa sein. Ja. Was machen wir denn? Ich muss so einen Schlitz an, ne? Weil er Boden bringt ja nichts. Ich hätte erst an Anziehung gedacht. Ne, ich mach Schlitzer. Sternschauer, ouch. Oh, zum Glück geht's nicht so rein. Das hat nur wenig Schaden. Plop, plop, plop. Klatsch. Volltreffer. Das denke ich immer, wenn ich mit meinen Katzen abhänge. So, komm. Und Teddy Ursa besiegt den ersten Gegner mit zwei Angriffen. Und nochmal stellen wir uns schon. Was ist da? Braucht man eigentlich nichts zu sagen. Der Kommentator macht schon alles hier. Ja, schlitzt den Gegner auf und weg ist er. Das war's mit Janja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Yummy. 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 Fruit Salad. Yummy, yummy. Wo habe ich denn das her? Keine Ahnung. Potrot. Pot. Leck mich doch am Hemd. Das Mistvieh. Ich hasse es. Jetzt könntest du natürlich Erdbeben machen. Nö, ich ärgere den Gegner jetzt erstmal. Mach gar nichts. Hoppala. Das machst du immer gerne, ne? Hä? Das machst du immer gerne, ne? Eieiei, jetzt will er mit Zertrümmerer uns weich klopfen. Mach deinen Angriff vom. Oh, Verteidigung sinkt. Das ist nicht schlecht. Was haben wir das für ein Typ? Potrot ist Käfer. Ist Käfergestein. Käfergestein? Ja. Oh nein. Das bekommt auf Level 100, ja, ist das 500 Verteidigung. Ja, die meiste Verteidigung, weiß ich. Was kann das hier? Risikotackle? Nee. Uiuiui, das bringt uns alles nichts gegen das Ding. Charme, Risikotackle Metronom. Nee. Also Teddy Ursa, du musst wohl oder übel diesen Kampf alleine bestreiten. Führt kein Weg dran vorbei. Was nun? Da ist man mit Schlitzer, oder? Das ist Gestein. Ja, okay, das ist scheiße.
wird schon gehen. Teddy Ursa schafft den Kampf. Die anderen sind nur da, um Beistand anzufeuern. Ein Volltreffer. Nee, Portrott wird alle Treffer ab hier. Zertrümmerer. Ja, mach Zertrümmerer, Amat. Aua. Die Verteidigung senkt ja dadurch immer weiter. Ja, und dadurch zieht es immer mehr ab, das ist auch mies. Das Portrott-Kreuz sind jetzt richtig Zeit. Och ja, die Zeit haben wir. Wir haben bei der Auswahl nicht so lange gebraucht, dann können wir das hier schon ruhig investieren. Sandrimra. Ich hab das doch in Anziehung verpasst, warum wirkt das nicht? Ist Teddy Ursa so hässlich für dich, Portrott? Ja. Gut, wenn ich jetzt Teddy Ursas Mama reinschicken und dann... Ja, ja, Hyperstrahl und weg ist es, Portrott, oder was? Oder auf den Mond geschossen, eher gesagt. Ja. Schießen wir das nächste Portrott auf den Mond. Hyperstrahl, los. Dann Walzer. Die Bibis besuchen gehen. Oh nein, diesen Tag habe ich immer damals gehasst. Au, au, au. Das wird ein sehr, sehr knapper Kampf. Den müsst ihr gewinnen. Obwohl, die 19 KP. Könnte gut möglich sein. Ja, er ist down. Jo. Sauber, Teddy Ursa. Okay, fehlt nur noch eins. Das krallen wir uns auch. Und das wäre... Rattata. Was? Fratz. Rattata. Rattatum. Ne, das heißt Rattata in Englisch. Rattata, oh, lol. Oh, macht Energiefokus, dachte ich mir irgendwie, dass das nichts zustande bringt am Anfang. Es pumpt sich auf, aber es... Hä? Also, was steht da gemacht? Jetzt, ah. Eine Schelle rechts und links hier. Nein, wir sind im nächsten Hieb tot, das weißt du. Hyperzahn auch noch. Bots. Ja, auch Teddy Ursa, du hast tapfer gekämpft. Down. Egal, das bügeln wir wieder aus. Dafür kommt jetzt. Ja, Volnona. Das ist nur das Ratz, was er hat, ne? Jupp. Ja, dann ist das jetzt. Dann ist der Kampf jetzt beendet. Und Watsch. Ja, hat nur gestreift, aber Volltreffer. Ja. Du bist gefeuert. Das ist auch ein süßes Pokémon. Das Ratzfatz ist gefeuert. Genau, stirb. Ist ein Ratzfatz nicht eigentlich eine Ratte? Ratzfatz, Maus, Ratze, nee, egal. Auf jeden Fall Ratzfatz. Pikachu ist die Maus. Stimmt, Elektromaus, ja. Okay, denn für den nächsten Gegner dürfen wir uns nicht so viel Zeit lassen, sonst gehen wir das nicht in den Part hin. Ja, der Kampf hat uns jetzt fast 8 Minuten gekostet. Oh. Egal, das wird schon, das wird schon. Die Zwillinge. Lena und Alice. Alice, Entschuldigung, englischer Name. Okay, wen hauen wir denn jetzt raus? Ibitok. Keine Ahnung, was war so ein, erzählt uns. Ich habe Volona genommen. Danach Ibitok, danach Aquana. Ich denke, der Hochmut vor dem Fall kommt für die Kinder. Oh, Pipi. Was? Och nein. Habe ich nicht gerade davon geredet? Mit. Yep. Auf den Mond schießen? Ja, und dann hast du von Pipi. Nee, ich feuer es. Genau, auf den Mond feuern. Au, au, au. Das hält gut aus. Charme. Willst du mich. Willst du mich auf den Arm nehmen?
Liegt das überhaupt bei gleichem Geschlecht? Also. Scham, das ist gerade nichts mit Geschlecht zu tun. Sondern? Das ist einfach nur Angriffsdenkung, Manet. Oh. Zack und weg. Hey, komm. Sternschauer, Metronom. Hm. Was ist das? Der Schlag wurde abgewehrt. Volona, wer hat zu viel gesagt? Nochmal, komm, Feuersturm, Volona. Volonachen. Komm, Feuersturm. Brutzel, Brutzel, Brutzel. Ah, es ist besiegt. Gut. Auf den Mond gepfeffert. Es ist gefeuert, nicht auf den Mond gepfeffert. Pfeffer. Pfeffer und Salz. Schmeckt bestimmt, ne? Wirklich, wir wissen, wie so ein Pipi schmeckt. Ja, kannst ja dir ein Glas tun, ein bisschen schütteln, ein bisschen Wasser dazu, damit es besser rutscht. Dann hast du Pfeffer und Salz. Wie hat die ihr Pikachu genannt? Pika Pika. Das konnte ich hier so nicht richtig ein bisschen erkennen, aber egal. Au, 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 au. Das auch schaut, ne? So ein. Und das macht auch Schaden. 8 KP hat's. Ja, ich will aber für das keinen Feuersturm benutzen. Das heißt, ich muss gucken, dass der Ruckzuckhieb genug Schaden macht. Ja, das macht bestimmt. Nämlich, ich habe zweimal Scham abbekommen. Das ist eine enorme Angriffssenkung. Deswegen. Ah, gut, reicht. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. So, jetzt muss der letzte Feuersturm treffen und ich denke mal, wir haben dann gewonnen. Es wäre dann. Wer kommt, wer kommt, wer kommt? Okay, der Kampf wäre gewonnen, wenn ich treffe. Ich muss nur noch treffen, dann haben wir es. Wer ist im Kasten? Jo. Und das sieht immer so schattenmäßig aus. In diesem Feuersturm sieht man immer so einen Schatten. Das finde ich richtig voll cool. Oh, dann das war's wohl. Ja, One-Hit, das war ein Volltreffer sogar. Ach ja, der Kampf ist zu Ende. Und wollte jetzt schon Kai? Hat er nicht Sichtlor oder sowas? Ja, er hat einen Sichtlor. Benutzt er auch immer am Anfang, glaube ich. Sichtlor, Kokone und Safkon hat er auf jeden Fall in der Edition. Ja. So, also dann, Freunde, ich werde hier einen Cut setzen, weil der Kai passt definitiv nicht mehr in den nächsten Part. Also, wir sehen uns im nächsten Part. See ya. Bis später.